Hallo Welt, da sind wir wieder. Sarah ist auch dabei. Hallo Sarah. Hallo Richie, hallo YouTube. Ja, wir sind hier in unserer provisorischen Basis, wenn man so will. Aber ich finde, das lässt sich schon sehen. Wenn wir da noch ein bisschen mehr dazu bauen, dann könnten wir die nächste Nacht vielleicht unsere Ruhe haben in der nächsten Nacht, die ja gleich schon anfängt. Hast du Holz zufällig? Ja. Oh, gut. Ich weiß nicht, wie es gemacht wird. Mach du mal. Ich hab's vergessen. Ich muss meinen Schrott erstmal loswerden. Einen Topf hast du schon reingestellt. Zwei sogar schon. Zwei? Ich hab nur einen. Wieso zwei? Da sind zwei drin. Und dann habe ich aus Versehen zwei. Da muss einer weg. Und ganz, ganz viel Holz. Ich glaube nicht, dass wir so viel Holz brauchen. Ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, wie viel Holz man da braucht. Aber das weiß ich nicht mehr. Scrap Polymer. Ich packe erstmal einfach alles hier rein. Sortieren kann ja Richie dann immer noch. In der Nacht oder so. Wenn es mal ruhiger ist. Ja, ich kann das. Die haben ja gar keinen. Hatten die nicht einen Eingang auch für Fleisch und so? Irgendwas war doch da mal. Oder muss man das unten reinlegen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Guck mal, wo du es reinlegen musst zum Kochen. Ach, hier steht's doch. Linksklick, um einen Gegenstand, ein Rezept oder einen aktiven Effekt genauer anzusehen. Okay, linksklick, dann halten und ziehen, um einen Stapel zu nehmen. Und linksklick, um einen Stapel abzulegen oder auszutauschen. Rechtsklick, dann halten und ziehen. Und mir geht's gerade, glaube ich, nicht so gut. Ach, mir wird warm. Okay, ich verstehe, weil ich zu nah am Feuer stehe. Witzig, das ist neu. Also rechtsklick, dann halten und ziehen. Um einen halben Stapel zu nehmen, das habe ich gerade gemacht, rechtsklick, um Gegenstände einzeln abzulegen. Aber das Fleisch wird irgendwie... Ich habe Aloe Vera Samen. Drei, eine. Das geht, glaube ich, anders. Aloe Vera ist gut. Oh, Samen. Ja, in die Kiste, in die Kiste. Können wir nachher anpflanzen, das ist schön. Gekochtes Fleisch, dafür brauchen wir wahrscheinlich Wasser, genau. Wasser? Ja, dann am besten erstmal Wasser kochen, Richie. Okay. Dann komm du mal eben kurz hier hin und nimm das gammelige Wasser hier raus, dann kannst du kochen, ich tu weiter rein sammeln. Oh, so viel trübes Wasser. Alles? Soll ich alles kochen? Oder ja, ja, alles kochen. Ruhig alles kochen. Weil wir brauchen eh Wasser. Du hast ja Durst und Hunger. Ja, ja, ja. Dann kannst du dir schön was kochen. So, zwei klare Wasser habe ich noch. Dann hätten wir drei Wasserfrische hier. Dann habe ich für dich Wildbratentopf. Wildbretttopf. Mache ich dir auch hier rein. Ich verstehe nicht, warum ich keinen Hunger und Durst habe. Okay, Wasser kommt gleich raus und den Topf, den packe ich mal hier einfach in die Kiste hier vorne. Ja, ja. Ach, da ist auch Samen und so drin, Pflanzen und so. Aber was mich jetzt mal interessiert, was ist denn das hier? For 30 minutes, this magazine grants you one level of perk plus one level of the strength attribute. You still have to meet the strength requirement to gain the perk, bla bla. Kann man das jemand auf Deutsch sagen? Okay, was ist das? Das ist, sind nur wieder so für 30 Minuten irgendwas. Ich leg die auch mal in die Kiste. Oder du hast ja noch eine dritte Kiste. Was ist da drin? Da kommen ja mal hier diese Perks. Entweder wir machen verkohltes Wildbrett oder das war's. Gekochtes Fleisch können wir noch nicht machen, da müssen wir erstmal skillen. Dann mach verkohltes. Können wir dann gekochte Eier machen? Ah, das ist... Richie, ich dachte, du willst ein bisschen Ordnung. Ich sehe ja hier ein Durcheinander.
Ja, ich habe einfach reingeschmissen, weil wir jetzt noch nicht so viel am Anfang haben. Ja, wir haben 28 Eier, 30 Eier. Hier habe ich nochmal trübes Wasser gefunden. Hier habe ich aber auch nochmal Seed, das kann ich doch da reinschmeißen. Wie habe ich das alles jetzt gemacht? Das Verkohlte? Oh nein. Wo ist das hin? Auf jeden Fall lege ich hier unten, ganz unten in die dritte Kiste. Das sind wie so Perks. Die lege ich dir mal hier rein. Ach, wir bräuchten Mais. Da könnten wir Maisbrot machen mit den Eiern, oder? Ja, Maisbrot und besonders gut kommt ja der Blaubeerkuchen. Der bringt richtig viel. Ja, was wir brauchen ist Holz. Holz, Holz, Holz. Und danach brauchen wir wahrscheinlich Holz. Darf ich das Fleisch essen? Hier ist ein verkohltes Wildbrett rausgesprungen nur. Aus 11 ja. Teilen. Das ist aber teuer. Ess ruhig. Wo hast du den Wildbrett-Eintopf her? Den habe ich irgendwo gefunden. Ah, ich dachte, du könntest das Rezept schon. Nee, den habe ich gefunden. Und geht das mit den Eiern? Wahrscheinlich braucht man da auch gekochtes Wasser für. Ja, denke ich auch mal. Aber, ja klar, roter Tee könnte man machen. Für was ist der rote Tee eigentlich nochmal gut? Ich habe es vergessen. War der rote Tee nicht gegen Hitze, wenn du überhitzt bist in der Wüste? Brauchen wir den im Moment? Im Moment nicht so unbedingt. Dann koche ich dir zwei Eier. Okay, ich habe auch noch Eier, aber wahrscheinlich haben wir dann kein Wasser mehr, oder? Die Eier habe ich jetzt da alle aus dem Schrank rausgenommen. Aha. Und ich tue 10 wieder rein, ja? Mach aber im mittleren Schrank, jo, wo Lebensmittel sind. Gut. Dann mache ich nämlich die restlichen 20 Eier auch noch hier rein. Okay. Ja, wir müssten wirklich Mais oder so. Also. Oh, hier ist ja noch Fleisch. Sollen wir das nicht besser aufbraten? Wo ist dann noch Fleisch? Da war noch Fleisch drin im Wildbrett. Ich weiß gar nicht, wie viele man braucht davon. Wie ist der eine eigentlich aufgekommen vorhin? Nee, wieso können wir kein Fleisch beimachen? Ich weiß nicht. Was brauchen wir dafür? Ach, eins. Wir brauchen 5 Wildbrett. Aha. Na, dann hat sich das erledigt. So, da haben wir 15 Wasser schon mal für dich. Am besten nimmst du immer für unterwegs, weil wir gehen so ein bisschen Wasser mit. Ja. Was ist das hier? Forbridge. Schematik. Ist das wieder ein... etwas zum Lernen? Rezept. Schematik are used as... Increase Craft High-Tech Modification to Weapons and Armor. Okay. Kann ich jetzt noch nichts mit anfangen. Leg ich auch mal in die dritte Kiste. Ganz nach unten. Dann... habe ich hier noch ein Stück Fleisch gekochtes? Ja, bei nächster Gelegenheit kommen wir ja wieder.
Zum Wasser hin, wir haben 18 Behälter. Schießpulver. Ich gehe mal runter, ich brauche ein bisschen Material. Was Material? Was für Material? Pflanzenfasern, Holz und Steine. Ja, sind hier. Pflanzenfasern sind hier. Ach so, ja, wenn ich unten bin, dann kann ich ja gleich auch welche mitbringen. Haben Sie wieder kaputt gemacht, die Leiter hier? Ja, aber man kommt hoch. Aha. Na, egal. Ah, Beistelltischlamm, Kühlbox, Schrotflinte. Na. Was kann ich damit machen? Ach stimmt, man bekam, jetzt fällt es mir ein, man bekam, glaube ich, aus den Zombie-Leichen etwas mit, wenn man eine Waffe mit... Ja, womit? Knochenklinge. Aus, mit der Knochenklinge. Ach ja, richtig, da war ja was. Kannst du schon eine bauen? Ja. Ich habe für dich eine mitgebaut. Oh, cool. Dankeschön. Ich suche Steine. Das ist ziemlich gut hier mit dem verbrannten Biom nebenan. Da findet man alles so. Okay. Ist da noch was? Ich denke, es ist besser, das Feuer jetzt auszumachen, oder? Ja, so viel Holz haben wir nicht. Vielleicht, genau. Energie sparen. Gute Idee. So. Oh, Glück gehabt. Einer die... Ah, ich bin tot. Ich bin in die Fallen gerannt. Oh nein. Oh, je, nee. Das tat aua weh. Ach ja. Ach, wie gut, dass da unsere Schlafsäcke sind. Hm. Und die Falle, ist die kaputt jetzt? Nein, hast du es geschafft, am Schlafsack wieder zu dir zu kommen? Ja. Blut beschmiert, aber wieder am Schlafsack. Jemine. Ach, jetzt habe ich Hunger und Durst. Seit ja, das war der Auslöser wahrscheinlich jetzt. Jetzt funktioniert es auch. Das richtig. Hat mir einen Rechtsrest gegeben. Vielleicht war das ein bisschen buggy und jetzt erst nach dem 20. Mal sterben darf ich auch was essen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht haben sie es so geregelt. Okay. Das heißt... Schönes Wetter heute Abend. Mhm. Schon 20.36 Uhr. Ja, ist nicht mehr viel Zeit. Oh. Ich habe immer Hunger. Ich habe gar nichts zu essen dabei. Ja, Richie. Ach, du bist
ist da vorne. Ja. Was? Wie bitte? Hast du eine Schlange entdeckt? Nee. 2 Uhr. Was ist los? Was ist denn passiert? Was hast Irgendwie du? Klappt das mit dem Bollmisch oder sind die noch nicht reif? Das kann sein, ja, Moment. Ja, da oben eigentlich habe ich keine gepflanzt. Die habe ich auf der anderen Seite gepflanzt. Die habe ich schon weggenommen, die hier gewachsen sind. Ach, weißt du was? Das mache ich doch auch nicht richtig. Aber wir wollten ja keinen Graben drumherum bauen, oder? Das ist mir gerade eingefallen. Ich dachte sonst, um etwas Zeit zu bekommen in der 7. Nacht, könnte man vielleicht eingraben. Ja. Denn da wird man 2 Fliegen. Aber am besten nochmal mit einem Stückchen Abstand, oder? Ja. Und sinnvoll wäre es, die Zombies dann aus dem Supermarkt rauszulocken. Ja, die sollten wir endlich mal da rauskriegen, genau. Sonst machen die nämlich so mit der Zeit alles kaputt da drin, meine ich. Weil da gibt's Automaten, Getränkeautomaten. Aha. 2 Stück. Aha. Du bist aber auch ganz schön am Stöhnen, oder? Ja. Na komm schon, du schaffst es. So. Ach, ist kaputt. Also noch ein paar von den Dingern machen, hm? Ach so, ja, kann nie schaden, die brauchen wir immer, ja. Also von den Stacheln meinst du, Holzstacheln. Oder was willst du als Fallen jetzt noch machen, Richie? Als Fallen? Ich wollte schon für unser Wohlergehen ein wenig sorgen, da bin ich jetzt gerade dabei, ein bisschen Erde einzusammeln. Ach so. Wow. Nee, der Baum geht nicht. Vorsicht, da kommt ein Verbrannter. Ja. Ab ins Loch mit dir. Oder ja doch, man kann was machen mit einem Graben. Wenn man ihn breit genug macht, den Graben. Wenn man ihn breit genug macht, dann kann man unten nämlich auch diese Stacheln reinstellen. Ja. Aber da brauchen wir, glaube ich, die Schaufel für, oder? Ja, habe ich schon. Schaufel. Ich Dann bin schon dabei. Anzugraben. Ja, habe ich schon. Ich bin schon dabei, hier den ganzen Berg abzutragen. Gehört aber mit Ski. Ja. Es wird dunkel. Ja. Wir haben nur noch 40 Minuten oder sowas. Kann das sein? Ja. Eine Steinschaufel? Ja, leider. Mehr ist nicht drin im Moment. Ich glaube, so in dieser Entfernung könnte man schon einen Graben graben, glaube ich. Ich guck gerade, wo du bist. Ich glaube, so die ersten 7 Nächte, die gehen aber auch. Ich bin hinten da, wo die Treppe ist, so an der Stelle ungefähr. Hier? Ja, direkt vor dir stehe ich. So weit? Ja. Den See könnten wir sogar noch mit einbauen. Ja, das geht auch nachher schneller, wenn wir richtiges Werkzeug haben und so. Meinst du, ich schaffe es in deine Richtung gerade zu schaufeln? Ja.
Ach so, die Holzdinger, sind die soweit alle, steht unten alles so? Ja. Ach, huch. Ach, da kommt schon ein Verbrannter. Na, der hat mich ja gerade auch schon genervt. Na, der ist noch weit weg. Ja, das reicht aber auch jetzt, glaube ich. Ich denke, wir sollten zusehen, dass wir hochkommen langsam. Ja. Man sieht ja nichts. Eben. Oh, da sind aber viele Lücken drin schon. Ja. Ja, später. Jetzt kommt der Verbrannte auch noch. Ja, später wird es so sein, dass man vor der, also so habe ich es zumindest früher immer gemacht, dass man vor der siebten Nacht immer repariert erst die Dinger. So zwischendurch ist das vielleicht noch gar nicht. Pass auf, hinter dir. Ja, wie kommt denn der hier rein? Ja, der ist einfach durchgelatscht. Das können die jetzt, ne? Bist du drin? Ach nee, da bist du. Irgendwie finden die das raus. Ich versuch mal. Na doch, hier kann man auch noch welche dran machen. Ja, der. Ja. Der weiß genau, wo er hin muss. Der brennt ja noch. Sollen wir das so machen da? Ja. Komm, hau mit drauf hier. Die Nacht fängt an. Jetzt geht's rund. Ja. Ah, oh, weg ist zu er. Spät. Komm, weg. Oh, ich habe mir wieder verletzt. Ich bin wieder reingelaufen. Die Fallen sind aber auch gefährlich. Okay. Aber zumindest kommen wir die Leiter hoch. Yep. Ja, ach, es geht, da geht schon los. Au, ich bin tot. Was ist denn hier los? Ich bin auch tot. Wir laufen in unsere eigenen Fallen, Richie. Oh nein. War ein bisschen dunkel jetzt auf einmal. Man sieht aber auch gar nichts. Nee, komm, hat keinen Sinn. Also ich warte erst, bis ich meinen Rucksack hole. Ich sehe jetzt nichts. Da kommt gleich der Mond und dann sieht man vielleicht ein bisschen was. Ja, die werden die ganzen Stacheln kaputt machen. Wie sich das anhört. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh nein, ich kann dir nicht helfen. Ich hab meinen Rucksack noch nicht wieder. Wo bist denn du? Ich lass mich töten. Warum hast du ein Ausrufezeichen da? Oh, du bist tot. Ich hab mich töten lassen. Ach, da ist eine Quest in der Nähe, glaube ich. Deswegen ist da ein Ausrufezeichen oben. Okay. Ja, dann denke ich, bist du wieder da? Ja. Ja, wir sind am Ende der Folge schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, für eure Kommentare, für eure Tipps und Tricks, lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.